Moin Leute, gestern war ich mit Matti in Spider-Man No Way Home und was wir beide dazu zu sagen haben, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wir waren, wie gesagt, im Kino und jetzt wollen wir euch mal unsere spoilerfreie Meinung mitteilen. Ich fange als erstes an. Matti ist, wie ihr seht, heute nicht hier, aber der kommt auch noch zum Zug. Ja, ich hole erstmal ein bisschen aus und zwar habe ich damals, ich bin ein großer Spider-Man-Fan eigentlich. Ja. Ich habe Spider-Man, die 90er-Cartoon-Serie, sehr gemocht. Ja, habe ich mir jeden Sonntag was, glaube ich, dann im Fernsehen angeguckt und dann, als die Sam Raimi-Trilogie rauskam, natürlich auch fleißig verfolgt. Die fand ich an sich auch sehr gut, nur fand ich Tobey Maguire als Spider-Man-Darsteller tatsächlich nie den besten. Irgendwie hat Tobey Maguire irgendwie immer so was Weinerliches, das hat mir nie so gefallen an dem Charakter dann, als er ihn dargestellt hat. Und dann nach dem dritten Teil gab es dann ja Amazing Spider-Man. Und dieser wurde dann halt von Andrew Garfield dargestellt. Den fand ich dann von der Darstellung des Peter Parker her und auch von Spider-Man her sehr viel besser, muss ich sagen. Allerdings waren die Filme hier dann wieder eher Hit and Miss. Der erste war ganz okay, der zweite war eher schrottig, hatte zwar ein paar gute Ideen, wurde aber schlecht umgesetzt. Ja, ihr kennt die Geschichte. Und ja, dann wurde ja angekündigt, dass halt Spider-Man ins MCU kommt. Mit dem dritten Captain America hatte er dann seinen ersten Auftritt, ja, Civil War. Den fand ich ganz cool. Dann kam allerdings der erste Film, Homecoming. Und da muss ich sagen, war ich halt auch wieder eher geteilter Meinung. Im Kino hat er mir damals sehr gut gefallen erstmal. Allerdings hatte ich nie wirklich so Lust, den dann nochmal nachzuholen. Ich habe den, glaube ich, dann wirklich jahrelang auch erstmal nicht mehr gesehen. Far From Home kam dann später. Bei dem im Prinzip dasselbe Spiel wieder im Kino gesehen, fand ich ganz gut, als ich dann zu Hause war und länger darüber nachgedacht hat. Ja, hatte ich einfach nicht so das Gefühl, dass ich den jetzt nochmal gucken muss unbedingt. Was dann natürlich als Spider-Man, also als Fan des Charakters zumindest, erstmal sehr komisch ist. Allerdings ist mir dann irgendwie später auch so aufgefallen, ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass Spider-Man im Prinzip noch keinen wirklichen Film hatte im MCU. Ja, die ersten beiden, die waren eigentlich mehr Tony Stark-Filme, beziehungsweise das Vermächtnis von Tony Stark viel mehr als halt eben ein wirklicher Spider-Man-Film. Spider-Man war hier immer so eine Art Nebendarsteller im Prinzip. Der Film hieß zwar Spider-Man, aber im ersten Teil hatten wir halt mehr mit Tony Stark zu tun und wie Spider-Man im Prinzip, also Peter Parker, mit Tony Stark umgeht. Und der zweite Teil war im Prinzip dann nur, okay, wie kommt Peter Parker mit dem Erbe von Tony Stark klar? Und halt auch mit seinem Feind, ja. Weil, Überraschung, haha. Der Feind im zweiten Teil, der wollte ja eigentlich nicht wirklich was von Peter, der wollte ja eher nur die Stark-Technologie haben. Dementsprechend auch wieder kein wirklicher Feind für Spider-Man, eher einer für Iron Man. Ihr versteht das Problem. Und da war ich natürlich erstmal, ja, fröhlich gespannt, als dann der dritte Teil No Way Home angekündigt wurde. Allerdings gleichzeitig dann auch schon wieder, ja, habe ich mich natürlich gefragt, wird das Ganze denn jetzt was? Kann mir der Film endlich mal wieder gefallen? Ist das endlich mal wieder ein Spider-Man-Film, wo ich sagen kann, jo, den finde ich geil. Und ja, da sind wir dann auch schon bei Far From Home. Ich muss sagen, an sich ist er schon sehr gut, aber fangen wir doch erstmal mit den, ja, mit den hauptsächlichen Sachen an. Der Film ist natürlich ab 12 Jahren freigegeben, geht knapp 2,5 Stunden. Und worum geht's denn in Spider-Man Far From Home? Wie gesagt, spoilerfrei hier, ich werde maximal auf das eingehen, was wir schon in den Trailern gesehen haben. Ja, es geht im Prinzip darum, nach dem zweiten Teil, nee, No Way Home, ne? Ich habe gerade Far From Home gesagt. In Far From Home, so am Ende, ging es darum, dass halt wirklich jeder wusste, wer Peter Parker war, dadurch, dass Mysterio ihn quasi exposed hatte. Und damit gehen wir jetzt auch direkt weiter in diesem Film. Dieser Film schließt wirklich nahtlos an den zweiten Teil an, was wir übrigens auch, ich glaube, noch nie im MCU hatten. Und ja, es geht halt wirklich darum, wie kommt Peter damit klar, dass halt jeder weiß, dass er jetzt Spider-Man ist.
Er stellt sich heraus, nicht so wirklich gut. Er kommt damit überhaupt nicht klar. Er weiß nicht, was er tun soll. Ja, seine Freunde und auch seine Familie leiden sehr darunter. Und im Endeffekt geht er dann zu Dr. Strange, der ihm dann ein bisschen helfen soll mit seiner Magie. Der soll dann dafür sorgen, dass alle Welt vergisst, wer Spider-Man ist. Ja, eigentlich schon. Und ja, er spricht dann den Zauber. Während des Zaubers quatscht Peter allerdings die ganze Zeit rein. Das Ganze geht schief und nun müssen sie sich halt mit den Konsequenzen dieses vermurksten Zaubers rumschlagen. Und ja, wir sehen auf jeden Fall ein paar mehr Bösewichte in diesem Film, als man vielleicht denken mag. Ja, wie schon gesagt, eigentlich ein ganz guter Spider-Man-Film. Gehen wir mal kurz die Hauptpunkte durch. Und zwar haben wir da als erstes natürlich Tom Holland. Hier als Spider-Man macht an sich wieder mal einen ganz souveränen Job. Ich finde ja Tom Holland an sich als Spider-Man ganz cool, nur fand ich seine Filme halt nie ganz cool. Ich finde auch vom Charakter her, vom Spirit her, passt er eigentlich sehr gut in diese Rolle und das zeigt sich auch dann hier wieder. Ja, Doctor Strange ist so, wie er halt ist, ne? Benedict Cumberbatch macht seine Sache auch ganz gut. Und ja, auch eigentlich jeder Bösewicht. Wir haben ja schon gesehen, wer alles zurückkommt in den Trailern. Wie gesagt, ich gehe nur auf Trailerwissen ein. Und da muss man einfach sagen, diese Interaktion unter den Bösewichten, wenn man die sieht, ist schon sehr witzig, sehr interessant, sehr spannend teilweise. Alfred Molina macht auch wieder einen guten Job als Doc Ock, ja, Dr. Otto Octavius. Darüber wird sich ja leider im Film dann so ein bisschen lustig gemacht, aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Ja, aber der eigentliche Star des Films, wenn es wirklich ums Schauspielerische geht, finde ich, ist halt wirklich William Dafoe wieder hier zu sehen als der Green Goblin aus der Sam Raimi-Trilogie. Und er macht wieder einen sehr, sehr, sehr guten Job. Ja, im Prinzip, als wäre er nie weg gewesen, als wäre er wirklich direkt aus der Sam Raimi-Trilogie, keine Ahnung, 2 Jahre später direkt hier wieder reingefallen und wird so weitermachen im Prinzip. Ja, gar kein Unterschied. Wieder sehr, sehr gut gespielt. Gerade auch dieser Übergang zwischen, ja, dem, fuck, wie heißt er? Norman Osborn und halt eben Green Goblin. Also dieser Übergang immer, dieses Gollum-mäßige fast schon, funktioniert sehr gut. Man sieht das auch wirklich an seinem Gesicht dann, wie dann von diesem hämischen Grinsen, das dann wieder zerfällt in dieses, okay, ich weiß gar nicht, wo bin ich hier? Was ist hier überhaupt los? Ich habe keine Ahnung. Übrigens, höre ich die ganze Zeit die Stimme von dem guten grünen Kobold, der immer will, dass ich irgendwelche bösen Sachen mache. Also das spielt er wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier natürlich auch ja, Jamie Foxx als Electro. Der ist hier schon vertreten, aber eher weniger wirklich zu sehen im Film selber. Und da kommen wir dann eigentlich auch schon zum ersten Kritikpunkt des Films eigentlich. Und zwar, dass halt wirklich die Figuren, die alle reinkommen, ist ja alles schön und gut. Die Interaktion zwischen denen ist auch witzig. Allerdings werden immer mal wieder Figuren halt beiseite geschoben, um sich wirklich auf Einzelne dann wirklich zu konzentrieren und am Ende muss man halt wirklich sagen, dass manche wirklich zu kurz gekommen sind, was dann natürlich sehr schade ist. Wenn man diese Charaktere schon reinholt, dann sollte man natürlich auch irgendwas mit denen machen und nicht nur, ja, halt den Fanservice bringen. Oh, guck mal, hier sind die Charaktere, die ihr kennt. Ist doch cool, oder? Ja, übrigens, wir konzentrieren uns jetzt auf die, aber ja, hat mir nicht so ganz gut gefallen. Dann die Story selber, muss ich sagen, gerade Doctor Strange wirkte hier wirklich so. Ja, aus dem Charakter gefallen teilweise schon. Also er hat wirklich im Prinzip seit Doctor Strange ja schon sehr viel gelernt, was Zeit und generell, ne, die Manipulation der Zeit angeht. Dementsprechend sollte er eigentlich wissen, was Phase ist. Das haben wir ja dann durchaus auch schön in Infinity War gesehen, wo er wirklich stoisch gesagt hat, nein, ich gebe euch nicht den Timestone. Das meine ich nicht. Und im Endeffekt hat er es dann getan, nur um die Welt zu retten, weil er dann gesehen hat durch den Time Stone, okay, wenn ich das und das mache, dann können wir die Welt retten oder das Universum. Und hier wirkt er halt wirklich so, als wäre es ihm im Prinzip scheißegal. Er macht es halt einfach, weil er es witzig findet, so ungefähr, beziehungsweise weil er Peter halt helfen will, okay, aber er müsste eigentlich wissen, was für Konsequenzen das hat als Sorcerer Supreme. Vielleicht. Das fand ich dann doch schon sehr dumm, teilweise. Deswegen ist ja, dieser Auslöser der eigentlichen Story ein bisschen bescheuert, muss ich sagen. Die Story selber war okay, so. Teilweise ein bisschen naiv. Teilweise wurden viele
zumindest fragwürdige Entscheidungen getroffen, die das Ganze dann so ein bisschen wieder schmälern. Die Musik in diesem Fall mal, um mal wieder auf die Musik zu kommen, beziehungsweise einen Punkt weiterzugehen, fand ich ganz gut, muss ich sagen. Wenn sie gespielt wurde zu den Szenen, hat sie halt gepasst. Mir ist zwar an sich nichts wirklich im Kopf hängen geblieben, aber wenn die Musik während der passenden Szenen gespielt hat, dann war das auch sehr schön. Also es hat alles zusammen gepasst und es war nicht, keine Ahnung, während der traurigen Szene haben wir auf einmal ein hoffnungsvolles, fröhliches Theme. Nein, das war dann wirklich auch, okay, die Musik hat versucht, diesen Moment auch wirklich zu unterstreichen und dem noch mehr Kraft zu geben. Das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Dann die Kamera war teilweise auch Hit and Miss. Während der Kampfszenen hatten wir dann teilweise wieder dieses sehr schnell geschnittene, dieses okay verwaschene. Man hat eigentlich wenig erkannt teilweise. Gerade auch im Dunkeln dann sehr schwierig. Dann hatten wir aber wiederum sehr schöne Bilder, sehr schöne Momente. Wenn wirklich wir Panoramen hatten zum Beispiel oder auch generell, wenn ein Charakter vor bestimmten, vor der Stadt zum Beispiel steht, dann wurden auch sehr schöne Shots, sehr schöne Einstellungen gewählt, wie ich finde. Also generell Kamera Hit and Miss hier eher. Und im Endeffekt, muss ich sagen, bin ich generell bei dem Film so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite als Spider-Man-Fan finde ich das halt cool, was da passiert, ja. Ich würde auch sagen, es ist an sich ein guter Spider-Man-Film für Fans und auch für Fans des MCU. Als eigentlicher Film, muss ich sagen, ist das Ganze aber wieder nicht so der wirkliche Kracher. Da muss ich sagen, wenn wir zum Beispiel im Spider-Man-Kosmos bleiben, hat unter anderem das Into the Spider-Verse, genau so hieß er, der hat zum Beispiel mehr abgeliefert. Spider-Man 1 und 2 haben sehr viel mehr abgeliefert. Das waren eher gute Filme als wirklich nur gute Filme für die Fans. Und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, worauf legt man denn jetzt mehr Wert? Legt man mehr Wert auf einen Film, der wirklich nur den Fans gefällt oder auch einen Film, der wirklich an sich auch gut ist? Ja? Und deswegen ist das bei mir auch so ein bisschen gerade zwiegespalten. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich jetzt von dem halten soll. Dafür müsst ihr ihn wahrscheinlich noch ein, zwei Mal sehen. Aber wenn ihr wirklich meine jetzige Meinung hören wollt, ist es genau diese. Ich bin zwiegespalten. Als Spider-Man-Fan, muss ich sagen, hat er mir gefallen. Wenn ich das Ganze aber wirklich betrachte, als ist das wirklich ein guter Film, muss ich sagen, eigentlich nein. Und im Endeffekt würde ich sagen, es ist aber schon der beste Film der Phase 4, glaube ich, würde ich sagen, Stand jetzt. Dementsprechend gebe ich ihm abschließend jetzt erstmal eine Wertung von 3,5 Sterne von 5. Hier oben habe ich verlinkt, findet ihr auch noch die Kritik von dem guten Anon Kaijuverse. Dem ging es ähnlich. Er fand den Film eigentlich auch ganz cool, allerdings nicht hundertprozentig. Ne? Und das spiegelt im Prinzip auch das wieder, was ich so davon denke. Allerdings sind wir beide nicht die Einzigen. Ich war ja mit Matti im Kino. Dementsprechend wollte ich natürlich wahrscheinlich auch hören, was er zu sagen hat. Ich werde jetzt am Ende dann noch eine Tonaufnahme von ihm einspielen. Er konnte leider zu Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht hier sein. Dementsprechend bleibt dran. Am Ende gibt es dann nochmal seine Aufnahme, was er vom Film hält. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, unten, Abo da. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es schon mal gut. Und jetzt kommt Matti. Ciao. Hi Leute, heute wollte ich euch auch mal meinen Kommentar abgeben zu Spider-Man No Way Home. Erstmal eine spoilerfreie Variante, würde ich sagen. Und zwar kann ich dazu nur auf jeden Fall sagen, dass der Film nicht überraschend nach den Trailern. Ich fand die Trailer halt schon sehr, sehr gut und war dann jetzt auch auf den Film gespannt. Daher ist es nicht überraschend für mich, dass ich den Film tatsächlich auch sehr, sehr gut fand. Und auch definitiv der stärkste Film oder generell das stärkste Material in dieser neuen Marvel-Phase jetzt nach Endgame. Denn hier sieht man mal wieder, da wurde auf jeden Fall mal so ein bisschen was reingesteckt. Da wurde mal richtig sich Mühe gegeben, da ist Geld reingeflossen. Es sieht schön aus, es fühlt sich gut an und das ist insgesamt alles sehr, sehr stimmig. Und das macht ganz viel Spaß. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr begeistert bis jetzt davon. Sowohl von den schauspielerischen Leistungen der Leute, die da mitspielen. Und hier sind natürlich einige Leute dabei, die man schon mal gesehen hat.
Ja, so noch relativ spoilerfrei, aber natürlich auch dann typisch für der Tom Holland, den finde ich sowieso immer sehr gut. Ist auch hier wieder sehr, 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 sehr sympathisch und ich mochte den eigentlich in jedem Teil schon. Ist für mich auch eigentlich der beste Spider-Man bis jetzt. Und natürlich auch wieder Benedict Cumberbatch, der auch seine Sache natürlich wieder sehr gut macht. Der ist halt auch einfach immer gut. Ja, die Musik bleibt jetzt nicht so krass im Hinterkopf, hat aber gut gezündet. Die hat immer gut gepasst auf den Punkt. Wie gesagt, die Bilder sahen ja sowieso sehr gut aus. Ja, und von der Story her, da schließt sich langsam der Kreis aus den Serien oder aus einer Serie auf jeden Fall. Ja, und aus den Filmen, die dann jetzt nach und nach folgen. Also das ist quasi der nächste Schritt in die Storyline, kann man sagen. Also man muss quasi wirklich schon irgendwie so alles mitverfolgen, auch die ganzen Serien, damit man jede Anspielung und damit man quasi alles nachvollziehen kann, was auch in dem Film so weiter bis jetzt passiert. Ist zwar nicht jede Serie ausschlaggebend, aber da sind einige Sachen bei, die damit reinspielen. Zumindest alles, was Spider-Man angeht, alles, was ja Mr. Strange auch angeht, weil der ja auch groß in dem Film hier vertreten ist. Da spielt er alles so ein bisschen mit rein und hilft auf jeden Fall, alle Szenen soweit zu verstehen. So viel zum spoilerfreien Teil. Thank you.